Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag zum Thema Smart Home. Wir befinden uns heute im Technikraum eines Hauses und ihr könnt euch bestimmt erinnern an den Beitrag, wo in dem Technikraum die Leitungen von oben von der Decke hingen. Jetzt ist der Bau so weit fortgeschritten, dass wir hier vor dem Schaltschrank stehen. Schaltschrank deshalb, weil hier läuft viel in der Elektrik zusammen, überhaupt in der gesamten Technik zusammen. Wer jetzt sich jetzt noch erinnert, wie so manche Wohnungen aussehen, wo da so ein kleiner Sicherungskasten zu sehen ist und wo dann so 3, 4 Hauptsicherungen noch mit aus Porzellan sind. Also die Zeiten sind vollkommen vorbei. Hier läuft vieles zusammen. Wir haben hier eine vernetzte Installation, wir haben eine KNX-Installation. Wir sind noch bei weitem nicht fertig. Wir sehen jetzt hier die Schaltaktoren. Das Ganze ist ein bisschen gemischt hier, weil wir ja wirklich extrem, ja, ich würde mal sagen, es ist schon sehr gedrungen hier. Man kann das natürlich auch in einem größeren Schaltschrank platzieren. Hier ist es alles sehr eng platziert. Und ja, hier oben sind die Stromleitungen aufgelegt von allen Räumen. Wie wir sehen, ist das jetzt nicht wenig, was von oben kommt. Das ganz oben, da könnt ihr euch bestimmt noch erinnern, das waren die Leitungen, die wir, als der Timo und ich, Timo, hallo? Hallo Frank. Als die Leitungen aus der Decke hingen, wisst ihr bestimmt noch, lief alles so total durcheinander. Und jetzt sind wir so weit, dass wir uns heute, wir sind ja immer noch bei dem Thema Beleuchtung, ne? Das Beleuchtung lässt uns nicht los. Auch Heizung wird es einen Beitrag geben, Lüftung, Verschattung, gibt's alles, kommt alles. Wir haben so viel geplant, ne? Also wir wissen ja gar nicht mehr, wir müssen ja erstmal das Thema Beleuchtung fertig machen. So, und der Timo möchte euch heute zum Thema Beleuchtung erklären. Ja, du wolltest eigentlich über diese Netzteile sprechen, oder? Richtig, genau. Also wir haben hier in dem Haus den Fall, dass wir uns zu einer zentralen Niederspannungsversorgung, also eine Sicherheitskleinspannungsversorgung, das wäre der korrekte Fachbegriff, entschieden haben. Und zwar gehen wir von diesen Netzteilen hier mit 24 Volt an unsere Leuchten in den Räumen. Das hat den Grund, weil wir in den Räumen Betoneinbaudosen haben, wo es keinen Platz mehr neben der Leuchte für diese Deckenspots, da haben wir keinen Platz mehr gehabt für die Netzteile. Auch ein Planungsthema, ein Trafotunnel dazu planen, dann wäre das möglich gewesen. Dann hätten wir die nicht hier unten drin. Es kann aber durchaus sein, dass das strategisch und von der Überlegung her für das Gebäude ein sinnvoller Ansatz ist, weil solange ich das zentralisiert habe, habe ich natürlich auch einen sehr schnellen Zugriff zur Technik für eventuelle Reparatur- oder Revisionsarbeiten. Jetzt so. Sehe ich hier 3 Trafos, 3 blaue Trafos. Die hätten wir eigentlich in den Decken platzieren können. Aber ich finde die Lösung jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, dass ich hier von dem Schaltschrank aus in die einzelnen Räume gehe. Oder richtig. Was sagst du? Ja, aber es gibt da ein paar Dinge zu beachten. Die muss man in der Planungsphase einfach mit durchdenken. Und zwar ist es folgendermaßen, wir fahren ja hier mit 24 Volt durchs gesamte Gebäude in die einzelnen Räume. Übrigens 3 Netzteile, weil 3 Stockwerke, die wir damit versorgen. Und Entschuldigung, dass ich dazwischen springe. Das ist ja schon mal was ganz anderes, als wenn ich mir überlege, was ich sonst so mit Netzteilen mache. Wenn du jetzt sagst, du hast pro Stockwerk hast du einen einzigen Trafo, das ist doch schon mal toll. Oder? Fürs Licht. Das ist sicherlich eine Vereinfachung der gesamten Netzwerkstruktur. Mhm. Aber das Argument, was dagegen steht, und das muss man im jeweiligen Nutzungsfall einfach abwägen, ist, wenn mir ein Netzteil ausfällt, ist in dem Fall der ganze Stock dunkel. Oh, das gibt Ärger. Deswegen ist es ganz wichtig, an der Stelle sehr hochwertige Netzteile auszusuchen und sich da gegebenenfalls auch die richtige Beratung zur Seite zu stellen. In dem Fall vertrauen wir hier auf eine Marke, die wir sehr lange schon einsetzen, und ich persönlich habe mit der Marke auch extrem gute Erfahrungen. Wichtig an der ganzen Geschichte ist, 24 Volt über eine Kupferleitung zu schicken, bedeutet, dass wir einen Spannungsabfall haben. Das ist der Grund, warum man irgendwann mal in der Geschichte der Elektrizität überhaupt Wechselspannung eingeführt hat, weil wir dort mit Verlusten zu tun haben. Und es ist so, unsere Leuchten brauchen 24 Volt. Starte ich hier unten mit 24 Volt und habe dann im Stockwerk 22 Volt. 22 Volt, kann es sein, dass die Leuchten nicht mehr angehen. Deswegen gibt es an diesem Netzteil hier unter der kleinen weißen Kunststoffkappe ein Trimpotentiometer, wo ich die Ausgangsspannung nochmal feinjustieren kann. Vielleicht kann die Kamera das mal zeigen, dass ihr das mal genau seht, wie an dem Netzteil, wo ich die Feinjustage vornehmen kann.
So, was man jetzt hier sieht, ist zum einen der Gleichspannungsausgang, 24 Volt, DC steht für die Gleichspannung. Dann habe ich hier 480 Watt, das ist die nominale Leistung, die das Netzteil abgeben kann. In einer Spitzenfunktion kann es bis zu 720 Watt abgeben. Das ist dann entsprechend der technischen Beschreibung auszulegen und einzusetzen. Wir halten uns hier an maximal 480 Watt und lassen in der Regel 15% Leistungsreserve. Das heißt, wir fahren mit unserer Leistung nicht ganz an die 480 Watt ran, sondern in dem Fall an ungefähr 420 Watt, um da ein bisschen Reserve drin zu haben. Kannst du mal sagen, mit welcher Spannung wir jetzt hier fahren? Weil eigentlich jetzt für den Zuschauer, der jetzt ein Haus bauen will, der sagt sich, naja, unten sind da 24 Volt, dass da oben nicht 22 ankommen, hängt ja davon ab, wie groß ist das Gebäude, wie ist die Leitungslänge. Was haben wir denn hier eingestellt? Weil hier steht ja bis 28 Volt, ne, was ich hier so sehe. Richtig. Also hier kann ich tatsächlich von 24 bis 28 Volt einstellen. Mit was fahren wir denn? Wir brauchen jetzt für das Erdgeschoss an der Stelle bei einer Volllast, die Leuchten können in einem gewissen Spannungsbereich auch arbeiten. In dem Fall ist das dieser Kiteo Carspot 12F, den wir einsetzen im Erdgeschoss. Der kann von 23,3 Volt bis 28,8 Volt betrieben werden. Das heißt, um die maximale Leistungsbereitschaft des Netzwerks herzustellen, fahren wir auch an den Endanschlag an 28 Volt. Super. Und können dann tatsächlich auf dieses Netzteil auch 32 oder 40 Leuchten klemmen. Jetzt wird sich der Zuschauer fragen, jetzt haben wir hier drüben noch so, sage ich mal, Hutschienenaufsätze. Richtig. Was sind das genau? Das ist eine weitere Besonderheit, und zwar ist es folgendermaßen, wenn wir dieses Netzteil jetzt einfach nur einschalten, das heißt, wir geben hier unten auf diese 230 Volt über einen KNX-Schaltaktor Strom, dann würden die Leuchten nicht sofort angehen, sondern mit ungefähr einer Sekunde, anderthalb Sekunden Verzögerungszeit. Das wollen wir nicht. Und das ist für den Komfort nicht sonderlich gut. Das heißt, wir haben diese Geräte im Dauerbetrieb laufen, müssen an der Stelle natürlich mit der Standby-Verlustleistung rechnen. Wie hoch ist die? Das kommt tatsächlich aufs Netzteil an, und in diesem Fall dürfte die, muss ich nachlesen, ich weiß es gerade auswendig nicht. Du weißt es. Ich reiche es nach, ich verspreche es. Ich habe es auswendig nicht im Kopf. Aber um darauf zurückzukommen, was wir mit diesen Hutschienenaufsätzen machen, es ist folgendermaßen, wir lassen das im Dauerbetrieb laufen, das Netzteil, und schalten über einen KNX-Schaltaktor ein sogenanntes Halbleiter-Relais, auch Solid-State-Relay genannt. So, und ich möchte jetzt noch ein paar Worte zu dem Schaltschrank sagen. Also prinzipiell würden wir jetzt anmerken, ist der Schaltschrank sehr knapp bemessen, weil man hat hier kaum noch Platz, um was nachzurüsten. Aber daran solltet ihr auf jeden Fall immer denken. Also in Zukunft kann das sein, dass neue Schaltaktoren hier dazukommen. Wir haben jetzt hier kaum noch Platz, hier auf der Hutschiene, wo man Komponenten nachrüsten kann. Also ihr seht ja jetzt hier, das sind die Schaltaktoren, die wir hier für KNX haben hier. Also das sind ganz normale Schaltaktoren. Wir haben jetzt hier unten, haben wir die Rollladenaktoren. Also das ist alles hier an der roten Farbe, sieht man, es ist von ABB. Und wir haben jetzt hier die einzelnen Sicherungsautomaten in dem Bereich hier. Das kann man auch anders machen. Man kann jetzt die Sicherungen getrennt mit den Schaltaktoren anordnen. Das heißt also, man legt hier oben, legt man die Elektroleitung auf, bringt dann hier unten, die jetzt hier unten platziert sind, die Sicherungsautomaten und die FI-Schalter bringt man dann eher in den linken Bereich, wenn ich einen größeren Schrank habe, und bringt dann die Schaltaktoren in den rechten Bereich. Und was ihr hier drüben noch seht, ist der Zählerbereich. Der Zählerbereich gibt es auch größere Schaltschränke, wo man das alles in einem integriert hat. Also das ist eine Möglichkeit, wie das vielleicht dann auch optisch besser aussieht. Seht ihr auch hier die Kabel, die kann man auf unterschiedliche Art und Weise anordnen. Es kann alles geometrisch sauber sein, es kann alles im rechten Winkel sein, oder es ist halt dann eben je nachdem, wie man sich das vorstellt.